Sonderpreise, Prozente, reduziert. Allzu gern lassen wir uns von billigen Angeboten ködern. Wir sehen uns als clevere Schnäppchenjäger, doch als geizig will niemand gelten. Geiz ist verpönt, jedoch als menschliche Eigenschaft auch in jedem verankert. Aber wo hört Sparsamkeit auf und fängt der Geiz an? Das frage ich Roland Alter, Professor für Betriebswirtschaft an der Hochschule in Heilbronn. Er erforscht, wie sich übertriebenes Sparen in der Wirtschaft auswirken kann. Denn nicht nur die Konsumenten sind geizig beim Geldausgeben, auch Unternehmer wollen möglichst viel sparen. Was bedeutet Geiz in einem Unternehmen? Was ist, wenn ein Unternehmer geizig ist? Wir finden ein Phänomen, dass übermäßiger Geiz in einem Unternehmen schädlich sein kann. Bei den Amerikanern habe ich ein Sprichwort gelernt: Penny wise and pound foolish. Das bedeutet, man ist sehr sparsam, geizig in den kleinen Dingen. Und weil man das ist, verliert man den Blick für das Große, verliert im Grunde den großen Erfolg. Häufig lautet das Motto in den Unternehmen: Effizienz erhöhen und Kosten senken um jeden Preis. Arbeit wird verdichtet, die Abläufe immer weiter optimiert. Die Arbeitskraft soll schließlich bestmöglich genutzt werden. Sparsam wirtschaften ist gut, doch können Unternehmer auch übers Ziel hinausschießen und zu viel sparen? Geiz ist auch etwas, was im Grunde das Eingehen bestimmter Risiken auch eher behindert. Sie wollen gar nicht das Risiko eingehen, dass sie vielleicht dieses Geld verlieren. Und deswegen sind sie auch weniger bereit, in neue Produkte, in neue Geschäfte, in neue Märkte zu investieren. Geiz hat also nach meiner Einschätzung hier schon einen klar dämpfenden Charakter. Der Wirtschaftsprofessor geht sogar noch weiter. Geiz ist dumm, so der Titel seines Buches über Anton Schlecker, Chef der ehemals größten deutschen Drogeriekette. Seine extreme Sparwut habe das Familienunternehmen ruiniert. Der Unternehmer landete vor Gericht wegen Insolvenzverschleppung. Für seinen Geiz wurde er jedoch nicht bestraft. Mit Lohndumping hätte er versucht, die drohende Pleite abzuwenden. Doch nicht nur sein Geiz bei den Löhnen habe den Untergang des Unternehmens verursacht. Was wir dort vorgefunden haben, ist eine Kombination aus Geiz im Bereich der Werte, der Wertschätzung, des Mangels an Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten, vor allem den Mitarbeiterinnen, die in diesen vielen tausenden Filialen tätig waren. Aber auch dann ein Geiz im Hinblick auf Investitionen in Zukunft. Und als dann die unmittelbare Handlungsnotwendigkeit bestand, als die Konkurrenz so stark wurde, dass man einfach handeln musste, dann hat man aus dieser Situation des Geizes heraus auch ganz klare Fehlentscheidungen getroffen, speziell was den Umgang mit den Beschäftigten anging. Um die Kosten möglichst schnell zu senken, wurde zuerst ein Teil der Belegschaft entlassen und dann in Zeitarbeitsfirmen neu eingestellt, zur Hälfte des vorherigen Lohnes. Genützt hat es nichts, um das Unternehmen zu retten. Am Ende wurden rund 8.000 Filialen geschlossen und mehr als 11.000 Mitarbeiter entlassen. Wo ist die Grenze zwischen Kostensenken und Geiz? Der Kompass im Hinblick, was ist richtig, was ist falsch, dieser Kompass fehlte. Und wenn Sie den Kompass nicht haben, dann hilft es Ihnen auch nicht, wenn Ihnen ein Rechtsanwalt sagt, ja, das ist legal schon zulässig. Nicht alles, was legal möglich ist, ist auch ein vernünftiger Umgang im Geschäftsleben. Sparen gilt bei Konsumenten und Unternehmern gleichermaßen als Tugend. Doch kann Sparsamkeit, wenn sie in Geiz umschlägt, ganze Firmenimperien zu Fall bringen.